Hallo und herzlich also willkommen hier zu einem neuen sommerlichen und sehr heissen Tech-Talk. Ja genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und heiß ist auch unser Thema. Es sollte zwar nicht mehr entflammen, so wie das Vorgängermodell, trotzdem hat sich Samsung erlaubt, das neue Note vorzustellen. Und zwar ist die Präsentation die Woche zu New York. Gewesen. Und wir reden heute vor allem über das Note und verlieren vielleicht auch noch zwei, drei Worte. Zu den beiden anderen Geräten, die Sie vorgestellt haben. Top, Ich würde sagen, starten wir direkt rein. Samsung Galaxy Note 9. Das ist der Name von dem Produkt, den Sie vorgestellt haben. Und mhm. ist ähm, auf eine Art und Weise das neue ähm, All-in-One Package Maximum Power, also geht. Produkt. Genau. <laughs> ich denke, die Note 3 war schon immer das bei der Samsung sie wollten quasi welle zeigen was technisch möglich ist und das ist eigentlich auch da wieder so man hört in allen Videos wo im Moment online gehen es ist mehr so eine Evolution statt der Revolution bla, bla, bla das gehört der von uns nur in dem Zusammenhang Weil es ist zwar so aber trotzdem darf man einfach nicht vergessen wie beeindruckend dass es ist so viel Technik Weil es ist einfach Eben die Specs kann man zeigen und man kann auch darüber reden, aber es ist einfach halt alles das Beste, was es im Moment überhaupt möglich ist, plus ein 4000 mAh stunde akku und der Stift, wo ein integrierter Akku hat, wo innerhalb von irgendwie 40 Sekunden aufgeladen wird, mhm. dass er eine halbe Stunde separat laufen kann laufen. Und das ist einfach mind blowing. Ja, und der Stift kannst du auch nicht, nicht nur zum Zeichnen brauchen, sondern auch für, äh, für diverse Aktionen in Applikationen. Zum Beispiel kannst du die Kamera mit einem kurzen Klick auf das Knöpfchen, auf der Seite versteckt ist, die Kamera auslösen. Oder mit einem ich, ähm, sogar äh, die Kamera richtig wechseln in einer Selfie-Cam oder, oder normale Cam. Ja, und vor allem für unsere Business-Freunde, die. Also, ich kenne viele Leute, die so geschäftlich so eine Note haben, weil sie das Gefühl haben, größere Bildschirm. Ich weiß nicht, Sie haben das Gefühl, es wäre ein produktives Gerät. Auf jeden Fall, jetzt ist das ein Argument geworden, weil ich auch schon PowerPoint auf dem Handy und dann das quasi äh, verbunden mit dem PC. Und jetzt, wenn du den Stift kannst als Fernbedienung brauchen kannst, kannst du nochmal 40 Stunden für eine Logitech-Fernbedienung sparen. Und ich meine eben, eine halbe Stunde Bestimmt. Akku und so steckst du halt schnell li. Du machst irgendeine Kunstpause machen oder läufst halt einfach schnell zum PC und in meine 40 Sekunden kannst du jetzt wohl noch ohne deine Fernbedienung rauskommen. Und mhm. sonst kannst du sie einfach im Handy dann aufladen. Und das Handy kannst du grundsätzlich auch im Hosensack haben, wenn du es irgendwie mit Wireless-Verbindung oder Chromecast-Geschichten ähm, verbunden hast. Das ist Darum... Das ist wirklich interessant, finde ich. Ja, der Stift, man denkt ja, das bräuchte ich gar nicht so, aber ich denke, wenn du das tatsächlich, da tatsächlich hast, kannst du glaubst, schon eine relativ coole Sachen mit dem Stift machen. Und coolest, ist, du bist, du bist nicht gezwungen, den Stift zu nutzen, du hast ihn einfach immer on-board dabei. Genau. Das Einzige, was ich natürlich nicht brauchst ist es ein bisschen schade, weil dann hätten sie irgendwie 4'500 mAh können in den Kästchen einpressen <laughs> Aber eben, mit 4'000 mAh, da würde ich dann sehen, dass einer der in einem Tag... Aber braucht. Wobei, wie du ja gerade vorher gesagt hast, es hat Fortnite-Support. <laughs> genau. Fortnite ähm, ist exklusiv auf die Samsung Galaxy-Smartphones mit rausgekommen mit dem Gerät. Und ähm, ja, mal schauen. Ja, dann, dann, dann kannst du sicher Grenzen ausreizen von, von der grafischen Leistung, vor der CPU-Leistung und auch von der Akku-Leistung. <laughs> ja, definitiv. Das finde ich einfach so lustig, dass sie so es auf der einen Seite so voll für Geschäftsleute verkaufen, das Note, und dann einfach so, wir haben offiziellen Fortnite-Support. ja genau uns. jeder Geschäftsmann hat auf einer so ein Privatleben, oder? <laughs> ja, gut. Also, ja gut. Ja, <laughs> sicher. Und ich meine, das Traurigste ist ja immer, wenn ein Mann erwachsen wird. Darum, er soll immer ein Kind bleiben. Das ist, das ist, das ist gut. Was hättest du noch? Was ich noch für. Bah, ich sagen. Was hat es noch für Features? Ähm, 12 Megapixel Frontkamera. 12 Megapixel Frontkamera, das ist schon heftig. Vor irgendwie mm. fünf Jahren hast du noch 12 Megapixel äh, Haupt. Hauptkamera So, kann, so ja. wie der jetzt. <laughs> der hat sich nichts da. Nein, nein. Nein, der, der, ähm, Frontkamera hat sich tatsächlich ähm, etwas da, aber es ist, sind genau die gleichen Kameras wie im Galaxy S9 und im S9 Plus. Äh, was vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass BD bei der Hauptkamera Dualkamera sind BD optisch stabilisiert. Also tatsächlich nicht nur softwaremässig. Mhm. Ähm, mhm. Sollte ja vor allem bei schlechteren Lichtverhältnissen etwas bringen. Und Definitiv. was ich noch erwähnenswert finde, ist Kopfhöreranschluss. Zuerst mal das. Finde ich sehr gut. Ähm, dann haben wir USB-C 3.1. Also der Schnellere ist eigentlich zu erwarten bei so einer Preisklasse, aber trotzdem nicht bei allen Herstellern verbaut. Auch wenn du 800 Stutz für ein Telefon zahlst, meine, Preise kommen wir nachher noch dazu. Mhm. Aber sie denken einfach so: ja, ja, USB-C ist ein genug gutes Feature, auch wenn es USB-C 2.0 ist. Und äh, da macht Samsung keinen Kompromiss und sagt: okay, wir haben halt einfach das Beste drin. Plus Wireless Fast Charging, das ist auch noch nicht so verbreitet. Das heißt, du ladest jetzt das Handy ähm, wireless-mäßig gleich schnell wie mit dem Kabel, oder ist es gleich noch leicht längs als mit dem Kabel? Ähm, so genau kann ich dir das gerade nicht beantworten. Aber ich auch einfach deutlich schnell schneller als normal, also deutlich schneller als, als äh, normales Wireless-Charging. Das ganz sicher. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, ob es die Gleichgeschwindigkeit ist wie mit Fast-Charging auf einem Kabel. Netzteil. Ich denke das, sehr wahrscheinlich das nicht. Ja. Aber trotzdem, ich meine, Fast-Charging ist etwas, das für mich eine relativ wichtige Bedeutung hat. Ähm, wenn ich nämlich mein Handy, jetzt von ich ein SCP-Netsch, aber ähm, wenn ich mein Handy habe, die normale Steckdose anstecke, ohne fast Fast-Charge oder via USB- am PC laden, ja, dann vergeht ich fünf Stunden, bis das Handy voll mhm. ist. Und mit einem Fast-Charge steck rein und jede Stunde 20 maximal oder. Ist das Ding in der Hand voll in einer halben Stunde wieder 50-60% geladen oder das ist auch schon eine geniale Sache eigentlich. Das ist definitiv, also das macht dich einfach extrem viel unabhängiger. Und ich denke halt mit dem Wireless Fast Charging, ich bin jetzt nicht also nicht so ein Fan. Ich muss halt sagen eben, im Moment ist auch das Zeug noch nicht so ausgestattet, dass das mit dem Wireless Charging groß kommt. Und äh, trotzdem, dass das eigentlich eine tolle Funktion ist, setzen mega wenig Hersteller drauf dunkt's es mich, weil ich meine, mhm. es ist jetzt gerade mal Apple und Samsung. Und äh, sonst siehst du das auch bei einzelnen Geräten. Aber meines P20 Pro von der Huawei hat kein äh, Wireless Charging. Mhm. Das HTC U12 Plus heißt es, ja, glaube mhm. hat kein Wireless Charging, trotz Glasrückseite. Und äh, dann, dann fragst du dich halt damals, lohnt es sich überhaupt, das ganze Kit-Zeug zu, äh, zu kaufen? Wenn du es nachher dann nur mit deinem Gerät kannst nutzen kannst. Ja, das ist eine gute Frage, aber mit euch wäre es schon noch gäbig. Ich habe es bei mir noch nie gebraucht, weil ähm, ich eine Hülle an meinem Handy mhm. Und dort durch geht es ja normalerweise eigentlich nicht. Ja, nur bei das ganz äh... dünnen oder speziellen. Genau, und da habe ich mir gesehen, es gibt ja auch so Skins, die du draufkleben so wie dicke ja. Schutzfolien. Vielleicht mm -hmm. würde es dort Weil Das kann in Zukunft irgendwie schon ein Thema für mich sein. Aber ich sag, ich, ich habe hier fast schon also, also, ein Wireless Charging Handy. Aber ich die Funktion noch nie gebraucht. Oder zum Beispiel, wenn ich eine okay. Autoprobe fahre oder das TIN-Netz legt und ich so die Türe ab, lege es drin und gesagt, ah, es funktioniert tatsächlich. Nice. Ja, <laughs> sonst. Ähm, ich ich man hat es auch einfach gerne. Wenn ja. man es nicht hat, wird reklamiert und man es hat, wird äh, es erwähnt. Und ja ich brauch, brauche so vielleicht noch mal 1%, aber ich bin der Kraube. du hast ja immer alles dabei was du brauchst ich habe einfach so schon die Kia die neuen Tisch und ja alles als Wireless Charging schon drin. stimmt aber ja ja so ist wir noch einen bixby Knopf ja ich habe dort Punktli, Pünktli Pünktli geschrieben äh, also darüber würde ich einfach nicht groß reden die Alternative von also... Siri von Samsung hä? Hm? Alternative von Siri zu Samsung Samsung. Ja. ja. Also eben, meine Meinung dazu, braucht es das wirklich, wenn Google ihre Assistant so pusht, dass er eigentlich alles wegblost was auf dem Markt ist. Und jetzt steigt man da ein später noch ein in das Business und bringt eine Lösung, die nicht einmal annähernd so gut ist? Also mit Siri kann es vielleicht noch Konkurrenz aufnehmen, aber... Weder mit Alexa noch mit dem Google Assistant ist Bixby irgendwie konkurrenzfähig. Meine Meinung. Ja gut, vielleicht kauft Samsung in der nächsten, nächsten paar Jahren eine Firma auf, die potenzlose Sprachassistenten und das nachher in die Bixby-Welt integrieren. Ähm, mal schauen. Ja, also, jetzt, jetzt heisst es ja schon, dass Bixby das 2.0 ähm, schon angekündigt <laughs> das oder soll ziemlich viel können, aber vielleicht auch auf dem amerikanischen Markt auch einen Standort beschränkt. Mal schauen. Und der, und, bis jetzt ist der deutsche Markt ist wirklich noch fast nichts um, was du machen kannst. Und das ist halt einfach krass. Ja. Lassen wir es Aber so immer rumlassen. Es, 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 genau. es, es gibt ja Möglichkeiten mit, dem, mit, mit Software ähm, den Bixby-Knopf zu besteuern und einen eigenen Shortcut zu setzen. Von daher, ja. Gut. Wir lassen wir es sich so lassen. Mal schauen, was passiert. Weiter geht es mit der Variation, als man bei dem was mal kann. Aha, Genau, weil viel wichtiger, und das hat ja Samsung schon lange an ist äh, bei dem Note die Speichervariante. Und ja, sie haben halt einfach wieder mal rausgehauen und gesagt, unter 128 GB gibt es nichts und die nächstgrößere Variante ist 512 GB. Und BD mit erweiterbarem Speicher, ähm, wo man kann die neu, wo bald rauskommt, Micro SD von der Samsung, wo 512 GB zusätzlich liefert. Das heißt konkret, man kann bis zu 1TB in seine Note reinpacken. Und das ist viel. Ja. Und das ist viel. Es muss halt einfach gesagt werden, dass im Moment Notebooks verkauft werden mit 128 GB, wo nur eventuell mit einer Micro SD erweiterbar sind. Ja. Und bei, bei den Laptops, die heute gekauft werden mit 128 GB, brauchst du hast mal 60 GB für Windows allein. <laughs> kommt noch dazu, Und das Android das ist das vielleicht 10 GB, auch nicht einmal. Ja, wenn es hochkommt, ja. Und eben, Arbeitsspeicher ist eigentlich das gleiche. Echt so der 8? Ja. Ja, das ist zweites Fiblet recht sehr wahrscheinlich. Ja, hoffentlich. Du, 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 du hast dich du ja auch ausgesorgt, auch. Ja, also ich denke, es ist, es ist relativ zukunftssicher, so für die nächsten zwei, drei Jahre. <laughs> genau, und, und länger ist ein Smartphone eigentlich nicht. Eben. Wir sind ja Wegwerfgesellschaft. Richtig. Ähm, und dann haben wir diverse Farben im Bild sieht man. Es ähm, Blau, ein ähm, Schwarz und ein, so ein Rosé. Mhm. Ich, was vielleicht erwähnenswert ist, beim, beim blauen Handy ist ein goldiger Stift dabei, oder ein gelber Stift. Ja. Bin ich sehr mutig, möchte ich selber nie. Ich würde auch direkt für mich persönlich auf die schwarze gehen. Bist du so ein konservativer handy ja, 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 mein erstes Handy, mein erstes Smartphone, und ich mit dem Abo gelöst habe, war Samsung Galaxy S3. Gewesen. Und mhm. das hat, äh, habe ich dann in Weiss gekauft. Und das ist die größte Schwelligste, mhm. die ich gemacht habe. Nein, ja, ich kauf es auch nicht. Ja, Schwarz hat es dann nicht gegeben. Es hat mir so ein hässliches Ach, Blau gegeben, Weiss. Okay. Und äh, dann bin ich halt auf Weiss gegangen wo das Blau mir wirklich nicht schön täuscht. Das war so ein richtiges. war so schon fast wie ein Violett. Gewesen. Das war echt nicht schön. Gewesen. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt Weiss genommen und das hat mich richtig angegagelt, wirklich. <laughs> und äh, seitdem, als ich dann auf das S5 gegangen bin, ich Schwarz gehabt und jetzt S7. Ähm, habe schwarz und denke, bei mir wird das nächste Pfund. Smartphone sehr wahrscheinlich auch schwarz sein. Ja, das ist gut. Ja. Ja, ja eben, das also. ist Geschmackssache, darum bietet es ja drei Farben. außer vielleicht zu Huawei P20 Pro, das tue ich mir mit dem Twilight. Mit, das würde ich jetzt vielleicht noch nehmen. Ja, das finde ich auch super. Gut. Äh, ja, zurück zum Note. Wir haben äh... Sonst gibt's eigentlich noch zu was mich ein weggehauen hat wieder und so ein auf der Hype-Train aufspringen lassen hat ist vor allem Samsung DeX. Äh, ich finde es sehr interessant. Ich bin schon ein großer Fan gsi, damals noch Microsoft mit ihrem Windows Continuum Dock gekommen sind. Er Zeit natürlich weit voraus mhm. und funktioniert es einfach nicht. Das war ein bisschen schade. Gewesen. Aber ich finde es einfach super, dass Eben jetzt, wo die Telefone so leistungsstark werden und eigentlich wirklich äh, Computerkomponenten drin haben, von, de, von der Leistung her, mhm. dass man die auch wie ein Computer kann nutzen kann. Weil für Homeoffice-Zeug und auch einfachere als eben, so für geschäftliches Züg, E-Mail, äh, Word, irgendwelche Präsentationen schnell zusammenstifeln oder so, für das lenkt das Führung, die in diesem Note verbaut ist. Ja, und ähm, Samsung hat auch noch recht stattliche oder, oder eigentlich relativ gut ausgeleitete samsung app store wo tatsächlich Applikationen auf den Text optimiert sind. Und mhm. denke vielleicht noch nur ein bisschen will die Office-Anwendungen machen. Äh, definitiv genau. äh, äh, eine super Sache. Und so kannst du dein Smartphone, äh, das ja so teuer ist, aber da kann man es dabei auch noch äh, näher, ein bisschen besser amortisieren auf eine Art und Weise. Und jetzt bist du auch nicht mehr auf so eine spezielle Docking Station, die das Grenel zu sich durchkühlt. Sondern du kannst eigentlich nur das Handy direkt am PC einstecken oder respektive am Monitor einstecken und du hast es drauf. Und du kannst sogar nebenbei immer noch das Handy mit, mit Android laufen und das Handy noch, nebenbei auch noch nutzen als Android-Handy und als PC. Also kannst du wie zwei Spuren fahren. Gleichzeitig. Genau. Oder du hast die Option, wenn kein Mouse um hast du noch eine Tastatur. Kannst du es als äh, Touchpad benutzen? Und wenn du gar nichts von dem Moment hast, könntest du auch auf der Touchscreen Tastatur schreiben. Mhm. Und das finde ich einfach find ich gut. Was für mich noch müsste ich dass für mich das ein richtiges Verkaufsargument ist. Und dann wäre ich, glaube ich, sogar bereit, ein Note zu kaufen, ähm, obwohl es mir viel zu gross ist. Ich bin also ich würde ein, ein Xperia Compact kaufen, wenn ich. <lacht> <lacht> Ich hasse große Telefon, weil dann brauchst du eine Tasche in der Hose, wo dich nicht das Telefon stört und ah, das kann ich nicht haben, das grosse Zeug. Aber, wenn sie würden eine Tastatur ähm, dazu verkaufen, wo du irgendwie kompakt, also mobil kannst mitnehmen und das Handy drin haben, dass du in einem Zug zum Beispiel kannst drauf ein Word-Dokument schreiben, dann wäre das für mich das absolute Verkaufsargument, weil dann brauchst du auch kein Tablet, wenn du mit dem kleinen Bildschirm zurechtkommst. Mhm. ja ist vielleicht kommt irgendeine China-Hersteller auf eine gute Idee. Habe ich da AliExpress gehört. <laughs> ja, ich denke real, real, realisierbar wäre es eigentlich schon. Du musst nicht nur mal wie eine wie, wie, wie portable Monitor haben, und, 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 das wäre es schon. <laughs> ja, ich meine theoretisch gibt ja so Züg. Also es gibt ja da die bluetooth tastaturen wo du irgendetwas Gerät kannst oben einstecken. Aber es müsste einfach ein bisschen durchdachter sein, dass es so wie im Laptop-Modus funktioniert, oder? Also es müsste schon von Samsung kommen, dass das interessant wäre. Okay, ja mal schauen, vielleicht, vielleicht erhören sie die auch und bringen etwas raus. Ich hoffe es doch. Achso. Ja, ähm, Sehr coole Sache von Ihnen, Samsung DeX. Ähm, von der Presse, ging es ging, so ein bisschen aus als unnötig und mhm. nicht brauchbar, aber mir wirkt es etwas ziemlich Cooles. Und wenn ich jetzt beruflich nicht auf, auf einen leistungsstarken PC lehnt, mir angewiesen herkomme, ich mir es eigentlich gut vorstellen, auf, auf so etwas zu switchen. Wenn ich wirklich nur meine Mail schreiben muss, ähm, ein Programm drauf habe oder via Remote Desktop irgendwo zugreifen dann längt das Ende. Ja, definitiv. Und das ist das eigentlich schon verreck geil. Ich meine, theoretisch eben für Firmen wäre es äußerst interessant, dass ja. du sagst, du hast einfach einen zentralen Rechner, der quasi mit Remote läuft. Und du greifst dann von, dein, von deinen. Also, dann haben alle Mitarbeiter eine Note. Und also du kannst dir dann also ja, sparen. Bö, es ist so oder ja. so teuer, ob du jetzt für jeden eine Note kaufst oder ob du jedem eine Kiste anstellst. Aber sie haben dann halt auch noch gerade das Telefon. Mhm. Und mhm. das haben sie nicht, wenn, wenn du den Stand-PC tust. Und eben, du bist halt relativ flexibel unterwegs mit dem. Das ist ja so. Also, für mich immer noch sehr interessante Sachen. Leider habe ich für mich persönlich. Ich bin jetzt genießt so es den Nutzen davon. Yeah. Aber ähm, ich denke, genau. also, wenn, ich, wenn wir den Samsung Handy kaufen würden, entweder vielleicht eine äh, Snode 9 oder vielleicht das nächste Samsung Galaxy, wird es sicher auch drauf sein und dann mache ich sicher einmal ausprobieren, mal wie sich das so anfühlt. Weil es ist ja nicht kein Windows oder irgendwie ähm, ähm, oder ein Mac drauf, sondern es ist einfach wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Desktop-Android. Oder ja. Also es ist, es ist eigentlich wie eine Samsung-Version von einem Chrome-System. Genau. Weil Chrome OS gibt es ja. Und es ist so. Ja, es ist so eine Samsung-Version quasi von dem. Ich glaube, es passiert auch an anderem, aber oder? ohne quer. <laughs> okay. Ja. Ohne quer. Samsung DeX, etwas interessantes. müssen wir weiterverfolgen. Definitiv. Aber Handierung stützen ja, wir eine -Unterstützung? noch, noch in der Folie. Äh, ja, mehr so für alle, die es noch interessiert haben. Grundsätzlich Kamera, ähm, das gleiche wie beim Galaxy S9, S9 Plus, wie ich eingangs erwähnt habe. Ähm, neu ist jetzt noch, dass sie so die künstliche Intelligenz da haben, die äh, quasi Szenenerkennung macht und dann wie die besten Einstellungen für das oder die empfohlenen Einstellungen für das gerade automatisch haut Wenn man das nicht will, kann man das deaktivieren. Okay. Ich persönlich ähm, finde das jetzt nicht der Wahnsinn oder so, aber für Leute, also eben kann ist man halt immer so, so oben aus oder bei diesem Gerät. Genau. Es ist. Zuerst mal muss man sagen, es ist eine super Kamera, weil eben die vom S9, äh, S9 Plus die waren schon mit dem optischen Bildstabilisator und der Variable Blende und so. Ähm, gäbige Sache. Das mit der künstlichen Intelligenz, also oder eben AI, wie so auf Englisch heißt, äh, Artificial Intelligence, äh, ist halt gabi für Leute, die es nicht interessiert oder weniger interessiert und vielleicht weniger verstehen von der Fotografie und dann quasi immer das bestmögliche Resultat wend, ohne dass sie selber etwas öppis müssen. Also ich sehe da eben so ähm, einfach Leute, die weniger Technik interessiert sind, kannst schnell das Handy anheben oder der erkennt, was es ist. Ich mache die besten Einstellungen und es wird ein super Foto. Zack. Für die ist es super. Für einen Hobbyfotograf, der wird sie eh deaktivieren und sagen, ich möchte meinen eigenen Stil, meinen eigenen Geschmack rein aber auch dann ist sie immer noch eine super Kamera, würde ich sagen. Aber eben, zuerst mal abwarten. Das war alles Marketing bis daher. Und dann kommen wir Tests und äh, dann sieht es dann vielleicht wieder anders aus. Mhm. Aber ich erwarte eine gute Kamera. Mhm, mh. Gut. Du hast wohl ich noch etwas ob... erwähnen, gell? Um das Ganze noch abrunden, würde ich einfach noch ganz schnell auf die Uhr eingehen und auf die Galaxy Home Kübel. Äh, Entschuldigung, Lautsprecher. <laughs> äh, einfach, ja, vielleicht die Uhr, deine Meinung ist meine Meinung, darfst du gerade reden. <laughs> ja, äh, Samsung hat ihre Samsung Galaxy Watch noch ein bisschen weiterentwickelt, ihre Smartwatch, ihre, ihre ja, Uhr mit Display. Ähm, sie jetzt ein paar mehr Skins, ein bisschen längere Akkulaufzeit und ein paar mini-, minimale Verbesserungen. Neu ja, ähm, entweder mit WiFi oder mit LTE, also... Ähm, kann, dass die Uhr entkoppelt vom Smartphone kann laufen kann. Ähm, wird es in diversen Grössen, also in zwei glaube Ich glaube mit der äh... sage so, ich nicht falsch sagen. Äh, zwei, 42 und 49 mm äh, Lünette. Oder wie, wie war es? Ich weiß es nicht. Du fragst wieder Sachen. 42 mm und 46 mm. 42 und 46 mm ähm, Display oder Lunette weiß nicht mal ähm weißt du, es gibt zwei Größen so und, <laughs> so ist es und äh, ja wer, wer ein Freund ist von Smartwatches kann sich einfach zusätzlich mit, mit dem Gerät in Wearables jetzt bedienen ähm, wer kein Interesse hat ist nicht verpflichtet es zu nutzen ich ich der gaps wie gesagt sind nicht die grössten Fans von Smartwatches aus dem Grund dass ich und der gaps oder Meinung sind dass ähm, ja Uhren eigentlich ähm, gemacht sie für Zeit abzulesen, ein Datum abzulesen und trau dir an, was nicht unbedingt in eine in ein Wearable gehört. Ähm, aber dann muss jeder selber wissen, was für ihn passt. Und aber wie gesagt, im Interesse ähm, ist das sicher eine gute Smartwatch, die man mit seinem Samsung Galaxy Smartphone nutzen kann. Wunderschön hast du das ausgedrückt. Hätte ich nicht besser können. <laughs> schön. Äh, Galaxy Home ist ein Apple HomePod. Ein Google Home oder ein Amazon Alexa für die Heime. Äh, von Samsung, Entschuldigung, für die Heime. Ein Lautsprecher, wo in Kooperation mit AKG, wo by the way Samsung gehört. Und äh, einfach so am Rand, dass man das wieder mal gehört hat. Wir haben gerade vorher recherchiert, was so zu, alles zu Samsung gehört. Und sie haben halt einfach mal Harman gekauft. Und Harman ist der Mutterkonzern von AKG, Harman Kardon JBL und ganz viele anderen, ähm, was hast du noch gesagt? Bang, Olufsen. Mm -hmm, Bang und Olufsen. Bang und Olofsen, ja. Premium und, Marco. Eben, und das gehört jetzt alles Samsung. Und jetzt haben sie natürlich das ist absehbar, gewesen, dass wenn sie AKG oder eben Harman kaufen, dass sie dann halt das auch eher gerät. Nicht nur für die Lizenz, sondern eben auch auf Lautsprecher gehen. Und äh, ja, sonst gibt es da dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist halt ihre Home oder intelligente Lautsprecher mit Bixby getroffen. Und eine Kooperation mit Spotify. Und Spotify, genau. Ähm, weil sie haben ja nicht einen eigenen Musikstreaming-Dienst. Das ist ja etwas, das Einzige, was ihnen noch fehlt. Weil sie haben ja nicht. Es gibt ja Apple Music, dann Amazon, heißt es auch Amazon Music oder ja. Amazon Prime Music. Genau, Und dann gibt es von Android auch noch eine. Äh, genau, das ist ja der, der Play der Music Play oder so. Music. Ja genau. Und weil das Samsung nicht hat, machen sie ein, äh, haben sie jetzt eine dauerhafte Kooperation mit Spotify gemacht. Das ist Damit, eine gute Entscheidung. Fast, äh, definitiv, finde ich viel besser, wenn das andere, ähm, weil halt Spotify auch Gerät unabhängiger ist. Richtig, richtig. Und zwischen ja, ähm, mehr Infos sind eigentlich gar noch nicht bekannt irgendwie technische Daten, es gar nicht äh, großwelle bekannt gegeben, sondern mehr so es kommt jetzt einmal der Lautsprecher. Ja. Und er ist einfach. Was man wissen muss, er ist grösser als alles andere. Also mhm. es ist mehr so wirklich ein Lautsprecher, den du in den Raum stellst und quasi als ja, also so wie, wie eine Stereoanlage ersetzt. Richtig, ja. Mal schauen, das ist sicher. Aber das ist jetzt nicht heftige Feature, ist das Produkt, das ist ein Sortiment aufnehmen und dann auch irgendwie auch fünf Jahre in ein Job-Update Up oder so. Mal schauen, okay. was draußen ist. Aber Informationen sind groß noch nicht bekannt. Was mir aber gerade so, wenn dem jetzt so, jetzt jetzt so hast du geredet, dass, dass Samsung so viele Audiosachen Audio Sachen einkauft hat oder aber der Mutter kommt sein Arm, Arman, ich muss sagen, wie sieht es ich aus mit neuen Samsung Kopfhörer, weißt? Kopfhörer wie, ähm, wie wie Beats oder so für die Samsung Smartphones. Das ist ja eigentlich schon etwas gemacht. Da wäre mhm. es ja eigentlich jetzt Prädestiniert die Zukunft, da zu bringen. Ja, definitiv. Dass sie ähm, jetzt beim Note sind ja äh, AKG-Kopfhörer, also das Headset ist von AKG mitgeliefert. Ja, tuned bei AKG, ja. Ja, ja, so. Und äh, sie haben ja da die ihre Wireless in ihr Kopfhörer. Mhm. Die sind sicher auch irgendwie so mit, äh, mit dem AKG-Label getroffen aber halt, dass etwas Grosses kommt, so eben eine ganze Reihe, so wie Apple mit Beats aufzieht und dass man vielleicht mit der Kopplung einfacher hat, wenn man Samsung hat, so etwas wäre halt schon interessant und auch wünschenswert. Das kommt sicher noch. Äh, ja, ja es, 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 wie viel lang sind es? Ich glaube, jetzt äh, ein Jahr oder so, ist er angefangen aufkauft. Es braucht ja ein bisschen Entwicklung. Vielleicht äh, beim Samsung Galaxy s oder Samsung Galaxy X. Mal schauen. Also ich traue uns einfach zu, dass sie wieder so ohne grosses also eben, beim Note muss man ja auch sagen, es war sozusagen alles schon geleakt. Und es ist, glaube sogar das eine Werbevideo veröffentlicht worden früher und nachher wieder mm -hmm. runtergezogen worden. Äh, ja, es war jetzt nicht die riesige Überraschung, gewesen, aber bei Samsung droht es einfach halt zu, dass sie sich gewisse Sachen auch noch, wie du sagst, aufsparen und nachher dann klopft es wieder mal so richtig raus. Ja, die wir schauen. Wir werden sehen. Vielleicht noch etwas zum Preis zum Schluss. Was kostet Spaß Spass? Gab's? Also das, das höchste der Gefühle, oder? wenn du gerade mit 512 GB nimmst, das Galaxy Note 9 in der Pre-Order Edition, äh, das ist einfach ein ganz normale Package, wo du einfach ein bisschen früher bekommst, ab, was hast du gesagt, nächsten Mittwoch? Richtig, wenn, wenn das 10, mit siehst, du es bis zum bestellst, bekommst es am, am Mittwoch, an dem Tag, wo, ja, am Mittwoch, nächsten Mittwoch, also ich, von uns aus gesehen drei Tage. <laughs> genau. Ähm, kostet der Spass 1349 Franken bei Digitec. Und einfach noch ein kleiner Fun-Fact, wir haben neben dem Apple iPhone X, der jetzt doch schon ein bisschen ist, in der höchsten Konfiguration mit halb so viel Speicher, 256 GB, und kostet dann noch 1269 Franken. Also... Das ist schon, aus ist schon ein Jahr, Ein er umgrad Mehr. Und es ist wirklich die höchst gespeckte Variante. Und eben, das kleinere Note, also das, das kleinere, Entschuldigung, das mit weniger Speicher ja. ähm, mit 128 GB kostet 1'049. Und äh, ja, also, es ist halt einfach... Es ist teuer. Weil, ja, es ist teuer, aber du kannst halt da Sachen. Und wiederum, der Vergleich zum iPhone X, und der Vergleich, finde ich, ist gerechtfertigt. 64 GB iPhone X kostet 1'088, 128 GB Note 9, 1049. Ja, das stimmt schon. Das also, stimmt schon. Preise, klar, sie sind hoch. Kannst du darüber diskutieren, ob man überhaupt so viel sollte ausgeben für ein Telefon aber da könntest du einen eigenen Tech-Talk damit füllen. Was ich einfach sagen, im Verhältnis, ich hätte die ganze Mensch mehr erwartet. Ich hätte gedacht, es kostet ab 1500. Okay. Ja, gut. Dann werden wir schauen, wie sich das verkauft. Und äh, Paul die Marke Samsung weiterhin weit mal, würde ich sagen. Definitiv. Gut. Ich wäre durch. Hast du noch etwas zu erwähnen oder zu, oder zu erzählen? Von meiner Seite ist das auch. Gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören. Gut, Das war es mit dem Tech-Talk. Äh, gleich jetzt ein bisschen länger. Und da sieht man wieder mal, wie lange man über ein Smartphone gleich diskutieren kann und Facts und Figures rausholen kann. Ähm, schön, dass du da warst. Schön übrigens, und oh, merci, wie du hier die, die schöne Folie vorbereitet mit den Informationen. Ja, und, danke. Äh, ich hoffe, dass ihr noch eine Meinung bilden zu dem neuen Samsung-Smartphone. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Tech-Talk. Bis aber ganz versorgt, habt eine gute Zeit. Und das Schlusswort hat wie immer Lieb Gabs. Ja, da geht es gerade um hängen. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.